Ja, erstes Team School-Mitglied. Ich mach keinen Hals aus dir. Dann muss sich der Boss nicht mehr mit dir herumschlagen. Okay. Zu Beginn des Parts. Team Skull hat sich mit Team Aether Foundation, ja, Team Aether Foundation passt schon irgendwie, zusammengetan und ja, machen jetzt böse Machenschaften gemeinsam. Ja, Alola und willkommen zum 47. Partners Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Ich habe mich leider schon zuvor ein wenig spoilern lassen. Ich habe mir eine komplette Lösung im Internet ein bisschen durchgelesen. Ja, ich werd euch nicht spoilern. Aber ich habe mir etwas sehr Prägendes spoilern lassen. Das wird für mich nicht mehr so eine große Überraschung sein. Vielleicht werdet ihr das auch mir anmerken, an meiner Stimmung. Aber ja. Die Moral von der Geschichte: liest Komplettlösungen vor dem Spielen nicht. Dann lasst euch nicht spoilern. Und wenn ihr das selbst erfahren wollt, nicht. Ich habe verloren. Meine Pokémon sind die Verlierer. Kapiert? Also nicht ich habe verloren, sondern die Pokémon. Alles klar. Alles auf die Pokémon schieben. Ja. So ist Team Skull. Zwergfürst gewinnt 1184 Pokédollar. Und hat den ersten Team Skull Rüppel besiegt. Da warten noch einige auf uns. Für den Sponsor von Team Skull tun wir alles. Ah, verrät sich immer mehr was. Jetzt ist Team. Ich sag immer Team, naja, ist jetzt, hat sich bei mir jetzt im Kopf so festgefahren. Team Aether ist jetzt das böse Team. Team Aether, Team Skull ist eigentlich die Aether Foundation, aber Team Aether passt wohl jetzt nach den neuesten Ständen auch. Jedenfalls Team Aether ist jetzt irgendwie der Sponsor. Laut diesem Rüpel, also finanziert Team Skull. Ich weiß nicht, wie man so blöd sein kann, Team Skull zu finanzieren, aber gut. Also mich wollte bei meinen Sponsoring-Anfragen niemand unterstützen. Vielleicht sollte ich mal beim Team Aether vorbei schon damals fragen. Ich meine, die haben. Nö, ich werde die jetzt nicht heilen. Ich setze dann einfach John ein. Die haben ja scheinbar Team Skull unterstützt, dann sind sie scheinbar vielleicht auch dazu in der Lage, in was Besseres zu investieren. Also ich meine, wer in sowas investiert, der wird auch überzeugbar sein, in nichts zu investieren. 1184 Pokédollar.
So, sieht so aus, als wäre nur noch einer und dann der Boss. Los geht's. Jo, 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 du hast ganz schön was drauf. Mach schon, geh weiter. Auf Kämpfe, die ich eh verliere, lass ich mich gar nicht erst ein. Okay, das ist meine Einstellung. Muss ich mit ihm also nicht kämpfen. Aber mit ihm muss ich kämpfen. Ich bin kein bisschen stärker geworden. Waren all die Tage, die ich gegen die Einsamkeit gekämpft habe, etwa umsonst? Kein Erbarmen, keine Gnade, ich bin dein schlimmster Albtraum. Oh yeah, ich bin der große böse Bromley. Dem Grünschnabel, da hab ich eine Lektion erteilt, die er so schnell nicht vergessen wird. Ist von zu Hause weggelaufen, weil er unbedingt stärker werden wollte. Ich mochte den Burschen irgendwie, deshalb hab ich ihn für uns arbeiten lassen. Aber alles hat seine Grenzen. Sich gegen die eigene Familie aufzulehnen, ist einfach uncool. Was, ist das der Sohn von dem? Und als nächstes bist du dran. Du bist mir schon länger ein Dorn im Auge. Wie eine Klette, die man nicht abschütteln kann. Ab heute verpasse ich dir den Dämpfer. Ach du Scheiße, wir hätten vielleicht unser Pokémon hier mal ein bisschen heilen können. Bevor wir uns an den Endkampf gegen Bromley wagen. Naja, ist ja nur leer. Das Team ist stark genug. Das kommt auch ohne Lea aus. Außerdem haben wir Bromley schon mal besiegt. Das ist, wir kennen uns mit ihm aus. Außerdem weißt du, was der für Pokémon hat. Ha. Das ist der Vorteil von Spoilern. Der Vorteil, wenn man sich das Spoilern lassen hat. So, ich würde mal sagen, Dark Lariat scheint doch laut Anzeige effektiv zu sein. Für die Leute, die es vergessen haben, es wird unten angezeigt, auf unserem Bildschirm, wie effektiv die Attacken sind oder wie nicht effektiv sie sind. Oh, ein Pinsir, das haben wir ja noch nie gesehen in diesem Spiel. Ich weiß noch, ich habe mal Pokémon-Karten gesammelt und da war Pinsir eine richtig mega starke Karte. Unheimlich stark in dem Kartenspiel. Und so diese epische Attacke dürft ihr jetzt noch einmal ansehen. Hey, Paulan, Koschan! Ich finde sie geil, die Attacke. Bounce! Platzt das Ding. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt auf Pinsir einsetzen sollten. Aber gut. War vielleicht das falsche Pokémon. Hätte man vielleicht auf ein anderes einsetzen sollen. So. Tektas schaffen wir auch noch. Das Lieblings-Pokémon des Monats. Ja, das weiß ich. Immer noch. John erhält ein paar EP-Punkte. Hierzu erreicht Level 47. Okay. Maske Regen. Boah, das kriegen wir hin. Das sieht nicht sonderlich stark aus. Ich würde es mal mit Nitro-Ladung versuchen. Ja. Feuerattacken sind da effektiv. Und John wartet auf deine Anweisung. Du kriegst meine Anweisung. Die Anweisung heißt Flammenwurf. Aus deinem Gürtel heraus. Ich weiß nicht, warum du das aus deinem Gürtel machst, aber von mir aus mach's aus deinem
Ein Gürtel. Von mir aus kannst du das aus deiner Hand machen. Ist mir egal, Hauptsache du machst. Und schon erreicht der Wert 48. Sieht gut aus momentan für uns. Und das nächste Pokémon ist ein Ariodos. Was für eine Überraschung. Nitro-Ladung. Das ist ja wohl klar. Dass das gegen Feuerattacken anfällig ist. Initiative steigt. Supi. Okay, das war eine etwas gruselige Attacke. Etwas. Ich sage etwas. So, Ariadas besiegt. Den Skullboss wieder besiegt. Ja. War ja jetzt nicht sonderlich schwer. Lucas erreicht Level 39. War jetzt nicht das Problem. Was stimmt mit dir nicht? Warum kann ich dich nicht platt machen? Kann daran liegen, dass du zu Team Skull gehörst, dass du quasi der Boss von Team Skull bist. Also quasi. Heißt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wer hier wirklich der Boss ist. Ob das Bromley ist oder ob das Samantha von der Aether Foundation ist. Also quasi. So, was machst du nun? Bromley, was treibst du denn da? Der ist irgendwie plem plem. Irgendwie eine paranoide Schizophrenie oder sowas. Pah, ich hab wohl keine Wahl. Na los, geh schon. Okay. Ja, was sagst du nur? Guck mal, ich bin ein Kopf kleiner als du. Und hab dich besiegt. Na, fühlst dich wach? Ui. Eine große Vorhalle. Wir finden hier unterm Tisch einen Zygarde-Würfel. Was ich ja gar nicht gewusst habe. Was ich mich gar nicht spoilern lassen habe. Sieht episch aus. Eine weiße Villa. Richtig geile Muster hier. Wow, ist das ein nicer Saal. Lilly! Da ist Lilly. Holt sie zurück. Oh, Zwergenfürst. Dich habe ich ja eine Weile nicht mehr gesehen. Ich kann es kaum glauben. Du bist gekommen, um uns zu retten. Vielen Dank. Ihr kennt euch also. Ein talentierter Trainer wie Zwergenfürst gibt sich mit jemandem wie dir ab? Das ist mehr als enttäuschend. Ich werde Cosmog retten, auch wenn du damit nicht einverstanden bist, Mutter. What the fuck ist... Ist Lily die Tochter von Samantha? Digga, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Was für eine Überraschung. Wie hast du mich gerade genannt? Mutter? Ich hatte vielleicht mal eine Tochter und einen Sohn. Das mag schon sein. Aber das war, bevor sie meine Liebe ablehnten und mich verließen. Ich bin wirklich enttäuscht von dir, Lilly. Gibt es eigentlich irgendetwas, das du kannst? Was kannst du eigentlich? Mich überzeugen kannst du schon mal nicht. Und das Zeug zum Trainer hast du auch nicht. Aber heimlich Versuchsmaterial entwenden. Oh ja, das kannst du. Du hast nur ein Auge für das Hässliche. Was dir fehlt, ist der Sinn für das Schöne. Aber egal, das ist ja jetzt nicht mehr wichtig. Du bist hier, also darfst du auch zusehen, wie ich meine wunderschönen Ultrabestien herbeirufe. Ich bitte dich, also, ich bitte dich, Mutter, du darfst Cosmog nicht für die Ultrabestien aufopfern. Und das
sage ich nicht, weil ich egoistisch bin. Wenn du Cosmog benutzt, um eine Ultrapforte zu öffnen, wird es sterben. Ja, das ist gut möglich. Schließlich werde ich es gewaltsam dazu bringen, seine Kraft einzusetzen. Die hat doch irgendwie noch mehr als Bromley einen an der Klatsche. Die ist doch irgendwie komplett durchgedreht. Wärst du mir eine richtige Tochter gewesen, hätte ich es mir vielleicht anders überlegt. Vielleicht aber auch nicht. Hoppla. Sie hat sich in Luft aufgelöst. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Zwangfürst. Ich fürchte, dass ich dich schon wieder um Hilfe bitten muss. Ich flehe dich an. Bitte, du musst Wölkchen retten. Na, selbstverständlich. Für Lilly tun wir doch alles. Ich gucke noch hier mal schnell. Nope, hier ist nichts. Auf, retten wir Wölkchen. Wir folgen ihr. Verschwinden im Äther. Wo sind wir hier? Na los, komm schon her zu mir. Die macht mir Angst. Die macht mir richtig Angst. Egal, ich fordere sie trotzdem heraus. Na, was sagt ihr zu meinem kleinen privaten Sammlung? Meine über alles geliebten Kinder sollen bis in alle Ewigkeit überdauern. Fleckmann! Nein, was hast du mit Fleckmann gemacht? Pikachu! Sie hat einen Pikachu! Nein! Sie quält Pikachus! Jetzt geht's aber ernsthaft zu weit. Dass dein Cosmo quält, ist ja. Ja, das ist schlimm, aber es ist noch ertragbar. Aber Pikachu, niemand quält ein Pikachu. Jetzt gibt's Ärger mit dem Zwergfürst. Wenn ich meine wunderschönen Ultrabestien in diese für sie fremde Welt rufe, sind sie sicher erst einmal verunsichert, verwirrt und gereizt. Aber sie in einem kleinen Kasten wie diesen hier einzusperren, wäre einfach nur grausam. Sie sollen ihre Wut freien Lauf lassen können. Ich will, dass sie sich hier in Alola nach Herzenslust austoben. Sie sollen alles zerstören und alles kaputt machen, was existiert. Hey, Zwergfürst! Der jetzt auch noch. Und Lilly. Es geht dir gut. Mensch, bin ich erleichtert. Der platzt wieder komplett ins Geschehen. Sieh an, du auch hier, lieber Tali? Auf Bromley ist einfach kein Verlass. Ich bitte dich, du darfst keine Ultrapforten öffnen. Die Ultrabestien dürfen nicht hierher kommen. Es platzt meine Tochter rein, die mir meinen Cosmog gestohlen hat. Und jetzt auch noch mein Sohn, der mir einen Typ 0 geklaut hat. Ich habe euch stets nur um eine Liebe gegeben, doch ihr habt es mir mit Verrat vergolten. Ihr habt kein Recht, mich um etwas zu bitten. Alter, ist die creepy. Ich glaub, ich bin hier im falschen Film. Was? Tochter? Sohn? Moment mal. Ja, Tali, ich war auch so überrascht wie du, als ich das erfahren habe. Vor dem Part. Im Internet. In der Komplettlösung. Seid ihr etwa eine Familie?
Das fahren wir vielleicht mal, mein lieber Tali. Aber diese Verräter verwandten sich von mir ab. Doch das spielt jetzt keine Rolle mehr. Nichts spielt jetzt noch eine Rolle. Und diese Gase von Kosmok, die wir gewinnen konnten, bevor Lilly es gestohlen hat, haben bereits ausgereicht, um eine Ultrapforte zu öffnen. Nicht wahr? Das arme Kosmok. Die arme Lilly. Was? So eine Mutter zu haben. Ich glaube, ich müsste mich umbringen. Wie viele Ultrapforten ich wohl öffnen kann, wenn ich alles aufbrauche, was in seinem kleinen gefangenen Körper steckt. Wie viele wunderschöne Ultrabestien dann wohl kommen werden. Bitte, hör auf damit. Du weißt nicht, was mit welchen geschieht, wenn es zu viel Kraft einsetzt. Nach unserer Flucht aus dem Ätherparadies könnte es sich eine Zeit lang nicht bewegen. Wenn du es zwingst, zu viel Kraft einzusetzen, stirbt es. Da bin ich mir sicher. Seht her. Ich werde jetzt die Ultrapforten öffnen. Kommt zu mir, ihr wunderschönen Ultrabestien. Au, Kacke. Nicht gut, nicht gut, nein, nicht gut, nein. Gar nicht gut. Oh oh. Das Ätherparadies verdunkelt sich. Ist das Ende der Welt? So wie wir sie kennen. Es sieht glatt danach aus. Wird Alola sterben?